Let's start again. Moin, ihr Zwerster und Zwersterinnen und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Minecraft Empire. Meine lieben Freunde, ich habe eine wirklich sehr, sehr brisante Information für euch. Ich muss hier aber erstmal weiter weg. Was Tana mir gerade erzählt hat, oh Gott, es fängt auch noch an zu regnen. Was Tana mir gerade erzählt hat, Leute, das macht mich echt ein wenig nervös. Es gibt ein wirklich... Es gibt ein großes Problem, ein dreifaches Problem, um es mal so zu sagen. Ein wirklich dreifaches Problem. Ich erzähle euch da gleich mehr zu. Wir müssen erstmal gucken, dass wir hier wegkommen. Ich wollte nämlich ein bisschen Baumaterialien holen. Ich hatte ja gesagt, ich suche die Architekten. Die habe ich leider nicht gefunden. Aber ich habe gesagt zu Tana, ich kümmere mich jetzt darum, ein bisschen Baumaterialien zu finden. Da steht sie. Ja, ich lasse sie mal lieber in Ruhe. Es gibt wirklich ein richtig großes Problem. Ich glaube, ich lasse Goldi auch hier. Wenn es jetzt regnet, lassen wir Goldi lieber schön im Stall, bevor Goldi irgendwie sich noch erkältet oder so nachher. Nimm einfach meinen Stab, um aus der Stadt zu kommen. Weil wenn wir gleich dann hier anfangen, uns das Holz zu holen für unser Haus, dann kann ich euch mal erzählen, was das Problem genau ist, Leute. Oh, Junge, Junge, Junge. Leute, das macht mich echt gerade ein bisschen nervös. Ich bin echt ein bisschen... ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich brauchte auf jeden Fall gleich euren Rat mal. So, hier haben wir auf jeden Fall ein paar Bäume. Dann kann ich jetzt schon mal anfangen, die hier ein bisschen zu fällen. Und dann kann ich euch mal von der ganzen Situation erzählen. Denn es gibt wirklich, wie ich ja schon erwähnt habe, ein dreifaches Problem. Ich habe euch ja erzählt, Familienplanung und so. Und dass Tana wohl anscheinend inzwischen schwanger ist. Und das hat sich auch bestätigt. Aber das Problem ist, es wird nicht nur ein Baby, es werden drei. Wir kriegen Drillinge, ja. Und das ist eine Sache, die mich gerade echt, ja, ein wenig überfordert. Oh Gott. Oh, was war das? Okay. War das der Baum? Nee, der Baum macht nicht solche Geräusche. Was war? Oh, da ein Elefant. Okay, den lassen wir mal lieber. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Leute. Ja, wir wollten ein Kind haben. Ein Kind, damit wir, weiß ich nicht, uns eine schöne Familie aufbauen können. Jetzt sind drei unterwegs. Ja, was soll das denn? Ich wollte so viele gar nicht. Kann man nicht sagen, dass nur eins kommen soll und nicht drei? Ich habe keine Ahnung. Oh Gott, ich höre schon irgendwelche Geräusche wieder. Boah, Junge, ey, das ist echt gruselig hier draußen in diesem komischen Wald, weil hier irgendwelche Kreaturen rumlaufen und man weiß nie, was für welche das genau sind. Auf jeden Fall haben wir jetzt das Problem, es sind drei. Baloo wird komplett ausrasten, wenn der sieht, was hier abgeht, gerade in der Stadt, während er nicht da ist. Der wollte mir aber auch übrigens helfen und ich habe was gehört, es gibt eine Möglichkeit, wie Tana ihre Stimme endlich erlangen kann, so dass sie jeder hören kann, ja? Ich weiß nicht, ich bin am überlegen, ob ich Baloo dazu fragen soll, dass Tana, dass wir ein Ritual durchführen, damit Tana ihre Stimme erhält. Ich habe keine Ahnung, Leute, ob da, wie das funktioniert oder so. Da müssen wir einfach mal schauen, aber ich habe gehört, das soll wohl funktionieren. Das soll wohl, also Revi mit seiner Frau gemacht haben, mit Neva. Und, ich habe keine Ahnung, Leute, wir müssen das ausprobieren. Ich weiß nicht, was haltet ihr von der Idee? Sollen wir dieses Ritual einmal durchführen und gucken, ob Tana ihre bildhübsche Stimme damit offenbart? Ich habe keine Ahnung, Leute, das müsst ihr mir sagen. Aber ein viel größeres Problem sind jetzt die drei Kinder. Ich habe da überhaupt keine Ahnung, Leute, ich bin komplett überfordert. Ja, eins wäre ja noch in Ordnung gewesen. Da muss man sich ja nur um eines kümmern, weil jetzt sind es drei Stück auf einmal. Ich wollte das gar nicht so. Ich will ja auch noch ab und zu mal ein Abenteuer bestreiten können. Und nicht die ganze Zeit nur hier mit diesen Babys zu tun haben. Weg mit dir, Mensch. Ich habe gerade anderes zu tun. Und du auch. Ihr geht mir auf die Nerven. Ich habe genug um die Ohren. So, jetzt holen wir erstmal noch hier so ein bisschen Holz. Dann haben wir auch mehr als genug. Dann kann ich nämlich schon mal anfangen, da drinnen auszubauen in dem Haus. Das müssen wir jetzt auch richtig schön einrichten. Also da soll sich ja Tana wohlfühlen und die Babys. Boah, meine Güte, ey. Wenn ich daran schon denke, Leute, das wird die reinste Katastrophe. Ich habe da überhaupt gar keine Ahnung, was ich machen soll. Warum passiert mir sowas, Leute? Warum passiert mir sowas? Das ist alles, weil Baloo wieder nicht da ist. Baloo, seine Hilfe hätte ich jetzt gut gebrauchen können. Vielleicht kann Baloo irgendeinen Zauber oder so einsetzen, dass da nur ein Baby kommt oder so. Ich weiß es ja nicht. Baloo ist doch, der müsste doch die Macht dazu haben. Da geht es ja nicht darum, etwas zu erschaffen oder so. Ich glaube, ich muss versuchen, mit Baloo Kontakt aufzunehmen. Ich glaube, ich stelle Baloo mal ein schönes Schild bei sich, bei ihm im Turm hin, wo ich ihm draufschreibe, dass ich dringend seine Hilfe brauche. Vielleicht könnt ihr auch Baloo Bescheid geben, Leute. Ich brauche wirklich Baloo seine Hilfe. Ja, ihr müsst Baloo Bescheid geben. Ich brauche seine Magie. Ich stecke in großen Schwierigkeiten, weil das, drei Kinder, Leute, das ist zu viel. Das kriege ich doch nicht geregelt. Ich kann doch noch nicht mal selber auf mich aufpassen. So, jetzt gehen wir erstmal hier schön hoch. Zack. So, dann mache ich mal eben schnell eine Werkbank. Ja, Werkbank. Dann müssen wir noch Sticks machen. Genau. So, dann stellen wir die Werkbank mal eben hier oben irgendwo hin. Ja, hier ist Baloo seine Kiste. So, und dann machen wir jetzt in die Werkbank. Nee, so. Und dann kommt da ein Schild.
Ja, sehr schön. So, dann stellen wir das hier auf die Kiste, genau. Hallo, Balui. Ich brauche wirklich, wirklich dringend deine... So, dann stellen wir hier so ein zweites Schild hin. Hilfe. Es ist wirklich wichtig. Es ist wirklich, ich schreibe, sehr wichtig. Bruce, Kevin. So, jetzt weiß Balui auf jeden Fall Bescheid. Ich brauche dringend seine Hilfe. Ich hoffe, er kann mir helfen. Und ich hoffe, dass er hier auch in der Stadt ist, weil ich habe ihn jetzt längere Zeit auch nicht mehr gesehen, Leute. Ich habe keine Ahnung, vielleicht können wir in der Bücherei irgendwas finden oder so darüber, dass wir irgendwie die Drillinge, dass da nur ein Baby kommt, Leute. Ich will ja nicht böse sein oder so. Ja, nicht, dass ihr falsch von mir denkt, Leute, aber ich, das ist zu viel Verantwortung. Das kriege ich doch nie im Leben geregelt. Das kriege ich nie im Leben geregelt, Leute. Das schaffe ich nicht. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Hallo, mein Schatz. Ich habe schon mal so ein bisschen Holz besorgt, damit wir hier das Haus schön ausbauen können. Ja, du musst dir keine Sorgen machen. Ich habe das alles im Griff und ich freue mich natürlich über die Kinder, ja. Ich hoffe, du freust dich auch, ja. Du freust dich anscheinend auch sehr, ja. Ich bin auch froh über die Drillinge, nicht gerade so. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir mal eben kurz, vielleicht gehen wir mal in die Bücherei. Vielleicht finden wir da irgendwie ein Buch oder so, Leute. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir da irgendeine Möglichkeit finden. Oder hier, ich weiß nicht, vielleicht kann der Urdrache hier reden. Ach, der ist ja in Balui drin. Vielleicht ist Balui aber auch gerade hier unten. Ich guck mal einfach. Balui, bist du gerade hier? Hallo, Balui? Balui, was hat Balui hier? Hier sind so komische... Ich hoffe, das ist nicht irgendwie ein Diener von Balui oder so. Oh Gott, hier sind ja noch mehr von denen. Was macht Balui hier unten? Da ist doch Basti sein Holzblock drinne. Ich habe keine Ahnung, was... Ach, die hat Balui aber auch Bücher, ne? Blutmagie. Ja, was haben wir denn hier für Bücher? Ah, alles ist über diese komische Blutmagie, der da benutzt. Ha. Ah, Kochbücher. Kochbücher. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Wieso hat Balui so viele Kochbücher? Ich habe gedacht, der studiert die Magie. Der ist ja... Hier sind doch nur Rezeptbücher. Weihnachtsplätzchen nach Omas Geheimrezept. Was? Hä? Omas Auflaufgeheimnisse? Da fällt mir echt nichts mehr zu ein. Ich gehe jetzt erstmal hoch. I don't have a home point. Tana, du hast ein Zuhause. Ich weiß gar nicht, was sie hat. Warum sagt sie hat kein Zuhause? Wir haben doch da unser Zuhause. Warte mal, ich gehe nochmal zu Tana, Leute, ja? Anscheinend fühlt sie sich nicht wohl oder so in dem Haus. Och, bitte nicht, ey. Wisst ihr, wie schwer das war, so ein Haus zu finden? Vor allen Dingen, dieses Haus bietet gerade noch Platz für diese drei Kinder. Ich weiß doch nicht, wo wir noch ein groß genuges Haus dafür herbekommen. So, hier bist du zu Hause. Ja, genau, hier, ja, fühl dich ruhig wohl. Sie fühlt sich anscheinend doch wohl. Boah, nochmal Glück gehabt. Puh. Okay, jetzt gehen wir mal eben in die Bücherei. Dann gucken wir mal, ob wir da irgendein Buch finden, was uns weiterhelfen kann. Über diese komischen Drillinge, da, dass wir daraus ein Baby oder so machen. Ich weiß es nicht. Also, ich hoffe, Tana lässt sich auf jeden Fall drauf ein. Ey, das wird nämlich echt nicht einfach, Leute. Ich weiß ja nicht, wie eure Meinung dazu ist. Was sagt ihr? Soll ich das versuchen mit den drei Babys? Oder sagt ihr, nee, Kevin, guck lieber zu, dass du ein Baby, dass es nur ein Baby wird? Weil, ey, Leute, drei Kinder, wisst ihr, wie anstrengend das wird? Das werde ich nie im Leben geregelt bekommen. So, dann gucken wir nochmal hier. Perry Hotter, nee, das haben wir ja schon letztes Mal gesehen. Der Ringherr, nee, das meine ich auch nicht. Sind nur so komische Bücher. Unter uns, nee. Da habe ich doch letztens auch schon... Ach, die geheime Abteilung, Leute, in der geheimen Abteilung müssen wir gucken. Da ist bestimmt was. Ja, hier oben in der geheimen Abteilung. Ist hier gruselig, wenn man ganz alleine hier oben ist. Ich höre hier auch irgendwelche Geräusche. Aber hier ist nichts, ne? Nee, so... In deren Drachen, Drachenphönixe, das haben wir ja alles auch schon letztens gesehen. Hm, hier ist aber auch nichts, ne, ne. Ich brauche Balui dafür, Leute. Alleine werde ich da nichts finden. Das werde ich nicht schaffen. Oh, das wird total schwer. Ohne Balui seine Hilfe, ich brauche Balui seine magischen Mächte. Das gibt auf jeden Fall Balui Bescheid, Leute. Ohne ihn werde ich das nicht schaffen, ja. Okay, gut, komm. Dann gehen wir erstmal wieder raus hier, das macht keinen Sinn. Vielleicht kann mir aber der Magier helfen. Der Magier. Für den ich das Buch damals besorgen sollte.
Aber der, ach nee, der, ich weiß nicht, ob der mir helfen kann. Die sind eh alle sehr komisch hier in der Stadt. Vor allen Dingen die Unbefleckten sind auch noch nicht eingetroffen. Da, das sind alles Dinge, da muss ich mich hier doch drum kümmern. Jetzt, wo ich eh viel mehr hier in unserem Reich bin, kann ich mich um diese ganzen Stadtverwaltungssachen kümmern. Ja, weil ich werde jetzt erstmal nicht mehr so viel rausgehen. Und dann kann ich gucken, dass ich das regel hier. Da ist er, Siegfried. Ja gut, der guckt mich nur doof an. Ich lasse ihn lieber erstmal mit seinen Problemen alleine und belästige ihn nicht mit meinen Problemen. Ich muss auf jeden Fall gucken, Leute. Wir müssen Baloui finden. Ich brauche Baloui seine Hilfe, definitiv. Ohne Baloui werde ich das hier nicht geregelt bekommen. Also, vielleicht könnt ihr den Kontakt zu Baloui suchen und versuchen, ihm Bescheid zu geben, dass er sich bei mir meldet. Weil das ist wirklich dringend. Und vielleicht kriegen wir das dann auch mit Tanas Stimme hin, ja? Also, wie gesagt, ich habe gehört, da soll es wohl einen geheimen Zauber oder so für geben, den sogar Baloui, glaube ich, schon mal durchgeführt hat. Das könnte klappen vielleicht. Dann, ich weiß ja nicht, wie sieht das aus? Was sagt ihr? Oh Gott, Gaias Diener. Die müssen definitiv vernichtet werden. Die dürfen nicht die Stadt wieder einnehmen. So. Boah, mit dieser mächtigen Waffe werde ich das auf jeden Fall schaffen hier. Die halten aber viel aus. Da müssen wir aber trotzdem aufpassen, ey. Junge, Junge, Junge. So, erstmal hier vom Pferd den runtergeholt. So, dann klatschen wir den weg. So, dann ist der auch weg. So, da oben ist noch einer auf dem Pferd. Jetzt das Pferd erstmal wegklatschen hier noch. So, zack, sehr schön, haben wir auch erledigt. Also, ich könnte mal mit Baloui Kontakt aufnehmen und ihn fragen, wie es aussieht, ob wir das bei Tana auch machen können. Ich weiß ja nicht, wie eure Ansicht dazu ist. Würdet ihr sagen, wir sollen wirklich gucken, dass Tana ihre Stimme bekommt? Das könnte natürlich, ja, sehr gut auswirken, weil ich könnte nämlich Tana ihre Hilfe gebrauchen. Und vor allen Dingen kann ich dann auch endlich mit meiner süßen Maus sprechen. Vor allen Dingen, ich glaube, sie wird eine bildhübsche Stimme haben, Leute. Ich bin mir da sehr sicher. Oh Gott, hier sind schon wieder die da. Direkt vor dem Palast. Gaia versucht, diese Stadt wieder zurückzuerobern. Das muss ich auch Baloui und den anderen berichten. Ach, den anderen. Basti gibt es ja im Moment nicht. Ich hoffe, dass Baloui einen Weg findet, Basti wieder zu beleben, ey. Basti würde mir bestimmt auch helfen in dieser Situation, ey. Oh, meine Güte. Momentan bin ich so allein gelassen. Ich habe echt keine Ahnung, was ich machen soll, Leute. Ich bin wirklich sehr, sehr allein gelassen hier. Oh, ey, ob das alles gut wird, ich weiß es nicht, Leute, ey. Ich bin da echt momentan ein bisschen am Zweifeln. Naja, ich werde jetzt erstmal hier ein bisschen sitzen bleiben. Ich mache mir erstmal ein paar Gedanken, wie wir das Ganze hier geregelt bekommen, was richtig und falsch sein könnte. Und ihr könnt mir ja ein bisschen auch in den Kommentaren einfach was reinschreiben, was ihr glaubt, was man machen könnte und was eure Idee wäre. Und ich, keine Ahnung, vielleicht meldet sich ja Baloui bei mir. Ich hoffe, dass er sich bei mir meldet und ich das Ganze hier mit ihm irgendwie geregelt bekomme. Naja, danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.